ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Lott und Ludwig. Ich möchte heute mit euch unser neues Schnittmuster, den Leichtmatrose, nähen. Leichtmatrose, das ist ein Rucksack, den es in drei Größen gibt. Das hier ist die kleinste Variante, die ist für, ich sag mal, Kindergartenkinder bis zu einer Größe von 1,20 Meter. Es gibt auch noch eine Schulkind-Variante und natürlich eine Erwachsenen-Variante. Leichtmatrose ist, wie der Name schon sagt, vom Stil her angelehnt an einen Seesack. Das sieht man hier zum Beispiel an dem Kordelzug, der den Rucksack zuhält. Man könnte auch die Klappe ganz weglassen, dann hat man nur diesen Kordelzug und damit noch mehr Seesack-Style. Innen drin an der Rückseite finden wir Innentaschen, zum Beispiel die Reißverschlusstasche oder auch die aufgesetzte Tasche mit Steckfächern für Stifte oder andere Dinge. Und der Rücken ist richtig schön weich gepolstert. Die Träger sind auch gepolstert und wir können optionalerweise auch noch einen Brustgurt annähen, damit der Rucksack nicht von den Schultern rutscht. Wie das alles geht und dass das alles gar nicht so schwer ist, das zeige ich euch in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Für die Innentasche mit Reißverschluss benötigen wir einmal das Rückteil aus Innenstoff und zweimal das Teil Reißverschlusstasche, auch aus einem dünnen Baumwollstoff. Das sollte kein zu dicker Stoff sein, sonst legt sich das nicht schön. Außerdem brauchen wir einen Reißverschluss in der angegebenen Länge im E-Book oder auch etwas länger. Den kann man relativ einfach kürzen, wenn der eingenäht ist. Außerdem benötigen wir das Papierschnittteil der Reißverschlusstasche und hier ist es dann wichtig, dass ihr auch dieses Rechteck, das da eingezeichnet ist, einmal aufschneidet, denn das wird gleich unsere Vorlage, die wir uns auf den Stoff übertragen. Bei einem dieser Reißverschlussteile habe ich auch hier ein Stück mit Bügeleinlage beklebt. Das ist die Stelle, wo später unser Fenster hinkommt, damit das nicht ausreißt. Das gleiche habe ich auch hier beim Innenstoff gemacht. Da ist es nicht ganz so wichtig, aber als ich einmal dabei war, habe ich es halt einfach gemacht. Wir wollen aber jetzt erstmal das Teil vorbereiten und dafür benötigen wir unser Papierteil, das wir einmal ganz exakt wieder drauflegen, also dass hier die Kanten aufeinander legen. Und dann braucht ihr einen Bleistift oder einen Kuli oder einen gut sichtbaren Kreidestift, mit dem ihr einmal auf die aufgebügelte Bügelanlage dieses Rechteck, das wir ausgeschnitten haben, übertragt. Also einfach hier an den Kanten entlang aufzeichnet. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr die Vorlage einmal abnehmen und beiseite legen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr, denn jetzt kommt dieses vorbereitete Teil auf unser Rückteil. Wenn ihr das Rückteil auch beklebt habt, dann schaut, dass das hier auch auf einer Höhe liegt und nicht jetzt auf der anderen Seite liegen würde. Ihr legt das Ganze rechts auf rechts drauf. Und jetzt müssen wir noch gucken hier, dass wir die richtigen Abstände einhalten. Zu den Seiten hin sollten es nämlich ungefähr 2 cm sein. Das ist aber auch nur eine grobe Angabe. Also wenn es nicht ganz auf den Millimeter genau stimmt, ist das jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Nach oben hin 3,5. Ja. Und wenn ihr das dann richtig liegen habt, dann steckt ihr euch die beiden Lagen aufeinander. Und mit Geradstich an eurer Nähmaschine, den ihr möglichst klein anstellt, also so eine Zweierlänge ungefähr, könnt ihr nun rund um dieses Fenster, so nennt man das dann, einmal abnähen. Wenn ihr das hier dann genäht habt, dann können wir das Ganze aufschneiden. Das machen wir ganz, ganz vorsichtig. Einmal zuerst hier in der Mitte dieses Rechtecks. Dann schneiden wir bis circa 1 cm vor Ende der Naht. Auf der anderen Seite auch. Und von dort schneiden wir jetzt wirklich bis in diese Ecken rein. Wenn ihr dabei aus Versehen die Naht aufschneiden solltet, was einfach passieren kann, das ist überhaupt nicht schlimm, dann müsst ihr aber einfach nochmal drüber nähen. Aber das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist wirklich wichtig, das ganz bis in die Ecken einzuschneiden, weil sonst lässt sich das nicht schön wenden und man hat hier am Ende so Falten und das staucht sich. Deshalb lieber auf das Risiko, die Naht einzuschneiden, zu weit schneiden und dann nochmal drüber nähen, als nicht weit genug einzuschneiden. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann kann der Taschenbeutel durch diesen Einschnitt auf die andere Seite gezogen werden. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass diese Kanten schön gebügelt werden. Und zwar am besten so auch, dass man hier von außen nicht so viel von dem Innenstoff sieht.
So sieht dann unser fertiges Fenster aus. Und jetzt kommt der Reißverschluss dahinter. Ich habe hier einfach einen ganz normalen Plastikreißverschluss und den lege ich jetzt hinter dieses Fenster. Und zwar so, dass der möglichst mittig liegt. Also dass hier die Abstände von den Zähnchen zu den Kanten auf beiden Seiten ungefähr gleich sind. Und wenn das dann so stimmt, stecke ich mir den fest. Der Reißverschluss wird dann rundum einmal festgenäht, also wirklich so mit 1-2 mm neben dieser Kante rundum einmal festgenäht. Wenn ihr hier über die Zähnchen näht, dann passt bitte auf und benutzt nur das Handrad, damit euch da die Nadel nicht abbricht. Das, was übersteht, schneiden wir nachher ab, das ist überhaupt kein Problem. Einfach einmal rundum erstmal annähen. So sollte das dann jetzt aussehen, wenn der Reißverschluss einmal rundum festgenäht ist. Ihr macht das auch am besten natürlich in der passenden Farbe und nicht wie ich jetzt hier mit dem Kontrastgarn. Dann fällt es auch nicht so auf, wenn man hier so kleine Fehlerchen genäht hat wie ich. Ja. Wenn das jetzt drin ist, können wir den Reißverschluss kürzen. Dazu drehen wir das einfach um und schneiden den Reißverschluss hier hinter der Naht knapp ab. Der ist jetzt hier gesichert mit der Naht, also kann da nichts passieren. Passt aber drauf auf, wenn ihr das abschneidet, nicht mit der Stoffschere, sondern mit einer Papierschere, weil die Stoffschere wird euch ja sonst direkt stumpf. So, schon geschafft. Ganz einfach. Und wo das schon mal so liegt, kann es auch so liegen bleiben, denn jetzt kommt der hintere Taschenbeutel dazu. Das ist einfach hier das andere Teil, das wir noch übrig haben. Das wird ganz normal jetzt rechts auf links in diesem Falle. Nee, rechts auf rechts. So, sorry. Darauf gelegt. Und dann stecken wir das rundum zusammen. Aber ganz wichtig, nur diese Taschenbeutel. Das Teil wird nicht mit angesteckt. Die beiden Taschenbeutel werden dann jetzt rundum mit Geradstich zusammengenäht. Und wenn der Stoff stark franzt, kann man das Ganze noch versäubern. Muss man aber im Prinzip nicht, weil die Nährzugaben nachher alle innen liegen und nicht aufribbeln können. Die Reißverschlusstasche ist dann damit soweit fertig. Es ist rundum zusammengenäht. Die Tasche ist geschlossen, da kann jetzt nichts mehr durchfallen. Wenn ihr auch noch die aufgesetzte Tasche nähen wollt, dann solltet ihr noch einen kleinen Schritt machen. Dreht euch das Ganze nochmal so, dass die linke Seite nach oben liegt. Und dann markiert euch hier unten das Ende des Taschenbeutels mit so kleinen Einschnitten in der Nahtzugabe. Das zeigt nämlich dann, wo wir nachher die aufgesetzte Tasche annähen. Aufgesetzte Tasche, das ist dieses Rechteck und da geht es jetzt eigentlich ganz einfach los. Wir wollen jetzt zuerst eine der langen Seiten zweimal 1,5 cm umbügeln und dann an der inneren Kante entlang absteppen. Nachdem ich dann hier oben die Kante abgesteppt habe, die ich zweimal vorher umgebügelt habe, habe ich auch noch die letzten drei offenen Kanten jeweils 1 cm nach links umgebügelt. Wenn der Stoff stark franzt, könnt ihr die Kanten auch zunächst versäubern. Ich lasse das da, weil da eigentlich franzt das nicht aus. So, das ist jetzt die vorbereitete aufgesetzte Tasche und die kommt nun hier an unser Rückteil. Wenn ihr das Ganze ohne die Reißverschlusstasche genäht habt, dann wird es einfach mittig positioniert. Wenn ihr es mit der Reißverschlusstasche genäht habt, dann positionieren wir das so, dass hier die untere Kante ungefähr auf Höhe der Knipse liegt und dann die Tasche allgemein möglichst mittig, also die Abstände zu beiden Seiten ähnlich groß. Bevor wir die Tasche jetzt feststecken, ist noch ganz wichtig, dass wir den Taschenbeutel der Reißverschlusstasche einmal wegklappen, weil sonst nähen wir das mit fest und dann wird die Tasche automatisch kleiner. Also ihn einmal wegklappen und dann können wir hier die Seiten und unten feststecken. Und dann knappkantig einmal aufnähen. Wenn ihr die aufgesetzte Tasche aufgenäht habt an den Seiten, könnt ihr auch nochmal das Ganze in Fächer unterteilen oder hier mit so 2-3 cm Abstand nochmal Nähte einsetzen, wo man dann zum Beispiel Stifte reinstecken kann, je nachdem, was ihr da für einen Bedarf habt. Wenn ihr das gemacht habt, dann ist hier das Innenteil mit den Innentaschen fertig und kann beiseite gelegt werden. Wir machen dann weiter mit den Trägern. Die Träger bestehen aus zweimal jeweils gegengleich zugeschnittenen Trägerteilen aus Außenstoff und aus Innenstoff. Und die sind dann jeweils nochmal mit einem Volumenvlies beklebt, damit es einfach ein bisschen gepolstert ist. Das Volumenvlies wurde auch ohne Nahtzugabe zugeschnitten. Und ja, so sollte das dann jetzt von den rechten Seiten jeweils aussehen.
Die Träger müssen nun miteinander verbunden werden. Das heißt, es wird jeweils ein Träger aus Innenstoff und einer aus Außenstoff, so dass sie passen, links aufeinander gelegt. Ihr seht das vielleicht auch hier im Video, die Träger sind so leicht geformt. Deshalb muss man schauen, dass man das nicht verwechselt. Also zum Beispiel, ne, so wird es natürlich nicht passen. Das sind nicht die gegengleichen, sondern diese beiden hier. Und die werden dann einfach aufeinander gelegt und zusammengesteckt. Und anschließend wollen wir dann die beiden Lagen wirklich nur knappkantig, also mit 2-3 mm Kantenabstand an den Kanten rundum zusammennähen. Wenn die beiden Träger zusammengenäht sind, dann müssen wir nur noch die Kanten rundum mit Schrägband einfassen. Und das ist tatsächlich vielleicht auch schon der kniffligste Part am ganzen Rucksack. Also finde ich jetzt hier unten an der Rundung das Ganze mit Schrägband einfassen, aber ihr kriegt das auch hin. Vertraut mir einfach. Ich habe hier mein Schrägband und das wird wie immer bei uns in 2 Schritten angenäht. Und zwar zuerst von der linken Seite. Erkennen wir hier am Träger daran, dass da der Innenstoff ist. Das Schrägband wird aufgeklappt an einer Seite und dann hier Kante an Kante festgesteckt. Wir beginnen hier oben, wo der Träger später angenäht wird, und stecken diese aufgeklappte Seite hier rundum fest. Knifflig wird es jetzt hier vorne an der Rundung. Aber dadurch, dass wir das Ganze ja im Schrägband im schrägen Fadenlauf haben, legt sich das eigentlich relativ gut um die Kante. Wichtig ist, das Schrägband sollte möglichst locker sein, also zieht das nicht so stramm. Und dann kann man das eigentlich ganz gut hier legen. Wenn ihr das Schrägband jetzt annäht, dann würde es sich ja anbieten, hier einfach in diesem Bügelbruch das Ganze anzunähen. Ein bisschen besser ist es aber noch, wenn ihr nicht genau in diesem Bruch näht, sondern so 1 mm weiter zur Kante hin, denn dann lässt sich das Schrägband nachher schöner um die Kante falten. Also nicht genau da drin annähen, sondern so ein Millimeterchen weiter zur Kante. Wenn ihr das Schrägband dann hier von der einen Seite angenäht habt, dann wird es nun um unsere offene Kante geklappt und da so festgesteckt, dass hier die erste Annähnaht auch überdeckt ist, dass man die nicht mehr sieht. Wenn ihr das dann gesteckt habt, dann wird hier an der inneren Kante des Schrägbands das Ganze noch einmal rundum abgesteppt. So sollten eure beiden Träger dann jetzt aussehen, wenn ihr das Ganze eingefasst habt, von rechts und von links. Es kann übrigens sein, dass ihr hier an der Rundung so kleine Fältchen eingenäht habt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also wirklich gar nicht. Das muss nicht so glatt liegen wie bei mir. Zum einen hilft es immer, wenn man nochmal ein bisschen drüber bügelt. Und zum anderen wird hier auch später, ich zeige das mal im fertigen Rucksack, nochmal der Gurt mit der Schnalle drüber liegen, also man sieht das dann auch gar nicht so groß. Also ist wirklich nicht schlimm. Ihr müsst dafür jetzt nicht 3-mal das Schrägband wieder auftrennen, nur um da die Falten rauszukriegen. Lasst das einfach so. Wenn ihr das gemacht habt, dann brauchen wir etwas von unserem Gurtband. Und zwar 2 Stücke, die jeweils 15 cm lang sind. Das ist auch bei allen Größen gleich. Außerdem brauchen wir 2 von diesen Schieberdingern. Ich weiß nie, was da jetzt der richtige Begriff dafür ist. Das sind halt, ja, so Schieber, Leiterschnallen, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden die jetzt auf das Gurtband aufgefädelt. Übrigens noch ein Hinweis, wenn ihr das Gurtband, die Enden, schmelzen wollt, also wenn das ein Kunststoffgurtband ist und das soll nicht ausfransen und ihr schmelzt das, dann natürlich immer am besten im Freien über der Spüle oder am offenen Fenster, so dass ihr da nicht aus Versehen die Bude abfackelt. Passt da wirklich gut auf und atmet vor allen Dingen auch die Dämpfe nicht ein. Wenn ihr das also jetzt gemacht habt, dann wird der Schieber hier einmal aufgezogen und zwar hier am oberen Stück. Einmal das Ganze durchziehen, den anderen auch. Und dann wird hier das obere Ende, also wenn man von rechts drauf guckt, 1 cm nach links umgeklappt.
und das andere so weit durchgezogen, dass die Enden hier aneinander stoßen. Das kann man sich dann einmal stecken. Und das gleiche mit dem zweiten. Hier wieder, das ist die rechte Seite. Ich schaue da drauf, klappe hier oben den 1 cm ein, schaue, dass das Band von der anderen Seite daran stößt und stecke mir das einmal, damit es sich nicht wieder aufklappt. Diese beiden Stücke werden jetzt so auf den Träger gelegt, dass hier unten die Schnalle, der Schieber, wie auch immer man es nennt, hier so mit dem Schrägband ungefähr endet. Und dann wird es hier oben festgesteckt. Die beiden Teile werden jetzt hier rundum so in einem kleinen Quadrat einmal festgenäht und dann kann man das in der Mitte auch noch mal mit so einem kleinen Kreuz versiegeln, damit das auch wirklich nicht aufgehen kann. Der obere Teil der Träger ist jetzt fertig vorbereitet und wir kümmern uns um die Gegenstücke. Dazu benötigen wir jetzt einmal hier dieses dreieckige Teil, Trägerbefestigung heißt das. Das brauchen wir insgesamt 4-mal aus Außenstoff. Und dann brauchen wir noch 2 Stück Gurtband. Bei mir in der kleinsten Größe sind es 30 cm. Je nachdem, was für eine Größe ihr nennt, schaut mal im E-Book, wie lang das Stück sein muss. Von diesen Trägerbefestigungsteilen lege ich jetzt jeweils 2 Stück rechts aufeinander und stecke sie an einer der kurzen Seiten zusammen. Jeweils diese eine Naht wird jetzt einfach mit Geradstich zusammengenäht. Ab jetzt müssen wir aufpassen, dass wir gegengleich arbeiten, damit wir 2 gespiegelte Teile haben. Denn jetzt kommen hier unsere Träger dazwischen. Dazu klappt man das einmal auf und legt den Träger hier an die Naht dran, so dass hier das Ende an der einen kurzen Seite endet. Und das könnt ihr dann feststecken. Und das gleiche auch auf der anderen Seite. Jetzt wird auch diese Seite mitsamt des Trägers einmal mit Geradstich zusammengenäht und ruhig da, wo der Träger angenäht ist, mehrmals hin und zurück drüber gehen, damit der Träger da wirklich nicht ausreißen kann. Das ist immer so eine Stelle, die einfach gerne ausreißt. Wenn ihr dann die Seite mit dem Gurtband angenäht habt, dann könnt ihr noch hier in der Ecke die Nahtzugabe ein bisschen zurückschneiden, damit es dann nicht so dick wird. Und dann kann das Ganze gewendet werden. Das geht auch relativ gut, weil man einfach hier so mit dem Träger das Ganze ein bisschen rausziehen kann. Und dann wird das gebügelt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch nochmal von außen absteppen, damit es noch stabiler ist. Damit werden dann auch unsere Träger fürs Erste vorbereitet. Und wir können die jetzt auch nochmal zur Seite legen, denn wir kommen jetzt erstmal zur Klappe. Die Klappe ist ein optionales Teil, das heißt, wenn ihr die nicht nähen wollt, könnt ihr jetzt einfach auch diesen Schritt überspringen. Geht dazu gerne in die Videobeschreibung, da habe ich so kleine Lesezeichen zu den einzelnen Kapiteln und dann könnt ihr einfach zum nächsten Kapitel rübergehen. Ja, aber zuerst zeige ich euch für alle, die die Klappe nähen, wie man die Klappe näht. Das ist dieses Teil, das haben wir einmal aus Außenstoff und einmal aus Innenstoff zugeschnitten. Und ihr seht, wir haben hier diese kleinen Ecken drin, das sind Abnäher und die wollen wir als allererstes schließen. Ich überlege gerade, womit ich euch das besser zeige. Ja, ich glaube doch so mit dem Außenstoff. Die Abnäher, die werden einfach hier in diese kleinen Eckchen rechts aufeinander gelegt und zusammengesteckt. Und das Wichtige ist jetzt, steckt es euch am besten so, dass ihr mit dem Nähen hier außen an der Schnittkante anfangen könnt. Warum, zeige ich euch gleich. Denn wenn ihr das jetzt näht, normalerweise, wenn man sagen würde, okay, ich nähe jetzt hier weiter mit 1 cm Nahtzugabe, eine gerade Linie, dann läuft man hier hinten irgendwo ein. Also es wird dann hier richtig lang.
wo man dann noch weiter näht. Man kann sich das auch einzeichnen, wenn man sich da nicht sicher ist, ob man das so gut hinbekommt. Ich mache das mal. Ich nehme mir mal einen Bleistift und zeichne mir hier einfach den Verlauf ein. Und dann ist aber ganz wichtig, dass hier, wo ihr auslauft sozusagen aus dem Stoff, dass ihr das nicht wie eine Ecke macht. Also da soll am Ende keine Ecke sein, sondern irgendwie ein bisschen flach auslaufen. Also mehr so eine kleine Rundung ziehen, dass es mehr wie eine Kurve einfach da einläuft. Damit es nicht so, ja, nicht so eine Ecke ist. Und das macht ihr dann bei den beiden Abnähern aus Außenstoff und aus Innenstoff auch. Wenn ihr die Abnäher genäht habt, dann ist es noch wichtig, dass ihr die bügelt. Und zwar am besten so, dass der Abnäherinhalt zur Mitte hin zeigt. Damit das hier auch schön flach bleibt, das habt ihr vielleicht jetzt gerade bei dem ersten gesehen, bügele ich auch nicht nur die Naht an sich, sondern darüber hinaus mit viel Dampf. So kann ich hier so ein bisschen weiter einbügeln. Und das fällt einfach viel schöner, weil es hier nicht so spitze Ecken gibt. Die beiden Teile sind nun fertig vorbereitet und können aufeinander genäht werden. Dazu legen wir die beiden einfach rechts auf rechts aufeinander und stecken sie hier entlang der Rundung zusammen. Die Gerade bleibt offen, nur die Rundung wird zusammengesteckt und anschließend auch mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Damit sich die Klappe besser wenden lässt, solltet ihr hier an der Rundung die Nahtzugabe noch ein bisschen wegschneiden. Und hier rundum die Kanten ordentlich bügeln, so dass man möglichst nichts von dem Innenstoff von außen sieht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nach dem Bügeln auch noch hier die Kante einmal absteppen. Das muss aber nicht unbedingt sein. Weiter geht es dann mit dem Verschluss und zwar hier mit der Steckschnalle. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Verschluss wählen. Ihr könntet auch zum Beispiel ein Klettband hier drunter nehmen und das dann mit Klett schließen oder irgendwie so eine Steckschnalle, wie man die auch bei den alten Schulranzen oder so hatte. Geht alles. Ich zeige es euch jetzt aber so, wie es auch im E-Book gezeigt ist, mit dieser Steckschnalle. Dazu braucht ihr wieder ein 15 cm langes Stück Gurtband. In allen Größen ist das gleich. Und dann dieses obere Teil der Steckschnalle, also nicht das mit diesen Pinöppeln, sondern das mit diesen kleinen Rundungen. Und da wird jetzt wieder das Gurtband einmal durchgefädelt. Und dann wieder den oberen Teil, also wir schauen jetzt hier auf die rechte Seite, den oberen Teil klappe ich wieder 1 cm ein, nach hinten. Und dann schaue ich, dass das andere Ende daran stößt. Und das stecke ich mir wieder. Und so kann das jetzt hier mittig auf unserer Klappe positioniert werden. Ihr habt auch im Papierschnitt eine Position, wo das hier oben angenäht wird. Wenn ihr das wirklich ganz genau machen wollt, dann übertragt euch die auf das Teil. Ich nehme es jetzt ehrlich gesagt nie so genau. Ich schaue einfach, dass es hier mittig liegt und dass die Schnalle so knapp unterhalb der Kante der Klappe beginnt. Nochmal gucken, nicht ganz mittig so. Und dann stecke ich mir das fest und nähe es wieder, wie auch schon eben, das Gurtband an den Trägern so in einem Quadrat einmal fest. So sieht meine Klappe dann jetzt aus. Hier einmal im Quadrat festgenäht und ich habe dann hier nochmal das Gurtband überhalb der Schnalle so ein bisschen aufeinander genäht, einfach damit es hier nicht so rumbaumelt. So, damit ist die Klappe auch fertig vorbereitet. Und jetzt haben wir schon so viele Teile vorbereitet, dass wir das jetzt mal ein bisschen zusammenbringen müssen, oder? Was meint ihr? Dazu benötigen wir jetzt das Rückteil aus Außenstoff zugeschnitten, unsere Klappe. Und außerdem unsere vorbereiteten Träger. Wir starten aber erstmal mit der Klappe. Und zwar sucht euch mal die obere Kante. Bei mir ist es jetzt
egal, ob ich das oder das als obere Kante nehme, weil mein Stoff keine Richtung hat. Aber wenn ihr jetzt ein Muster habt, dann braucht ihr die obere Kante. Und von dort aus müssen wir nämlich jetzt eine Linie von 6 cm uns denken. Das könnt ihr dann auch mit Schneiderkreide oder Bleistift euch einmal einzeichnen. Diese Linie ist auch im Schnittmuster drin, wenn ihr die direkt vom Schnitt übernehmen möchtet. Aber man kann sie sich auch einfach so einzeichnen. Also 6 cm ist auch in jeder Größe gleich. Von der oberen Kante aus diese Linie einzeichnen. Und an diese Linie kommt nun zum einen von oben unsere Klappe. Und zwar so, dass sie mittig liegt. Das heißt hier, der Abstand zu den Seiten sollte auf beiden Seiten gleich sein. Das sind hier ja so gut 3 cm. Und hier die Kante liegt genau an meiner eingezeichneten Linie bei 6 cm. Und da stecke ich mir das jetzt einmal fest. Und dann nähe ich die Klappe knappkantig einmal hier oben einfach auf das Rückteil fest. Wenn die Klappe angenäht ist, dann kommen eigentlich die Träger dazu. Aber wir haben hier eine kleine Besonderheit, die die Größen betrifft. Denn wie es im E-Book gezeigt ist, dass man zuerst die Träger annäht und dann den Aufhänger, das geht nur bei den beiden größeren Größen, also bei der Erwachsenenvariante und bei der Schulkindvariante. Bei der Kindergartengröße, wie ich sie jetzt gerade nähe, muss man zuerst den Aufhänger annähen, weil sonst dann nicht genug Platz zwischen den Trägern ist. Für den Aufhänger habe ich jetzt hier ein 14 cm langes Stück Gurtband nochmal. In den größeren Größen ist das ein bisschen länger. Schaut dann nochmal im E-Book nach, wie lang genau. Und das falte ich jetzt einmal so. Und dann lege ich es hier mittig auf meine Klappe mit so ein bisschen Abstand dazwischen. So, ist wirklich mittig, ja. Und da stecke ich das dann auch fest, sodass hier auch die Kanten des Gurtbands an dieser Klappenkante liegen. Und so kann ich dann zunächst einmal hier den Aufhänger einmal gut annähen. Auch hier ganz wichtig, richtig gut annähen, auch so ein bisschen vielleicht schräg nochmal drüber gehen, weil der reißt auch einfach super gerne aus, ne? Wenn man den immer wieder aufhängt mit ein bisschen Gewicht drin, da ist natürlich immer Zug drauf. Also da auch gut aufpassen, mit kleinem Stich, richtig eng, vielleicht auch so ein bisschen hin und her mit Zickzack drüber nähen, damit er wirklich nichts ausreißt. Mein Aufhänger ist jetzt hier bombenfest angenäht und jetzt kann ich die Träger dazu nehmen. Und jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen. Zum einen legt euch die jetzt erstmal so, wie sie später liegen. Also so nach unten mit der Schnalle und natürlich mit der rechten Stoffseite nach oben. Und jetzt schaut euch die Träger mal genau an. Die haben ja so eine leichte S-Form. Und jetzt ist es wichtig, dass die Träger so liegen, dass die hier unten über der Brust, also an den Schnallen, zusammenlaufen. So ist richtig. Das hier wäre falsch. Also die laufen nicht auseinander, die laufen zusammen. So. Wenn ihr das richtig sortiert habt, und bitte, bitte überspringt den Schritt nicht, weil sonst werdet ihr euch später ärgern. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr die Träger einmal nach oben klappen. Auch hier wieder an die Kante. Und zwar so, dass hier nochmal so ein Zentimeter Abstand ungefähr ist zu dieser Kante der Klappe. Und steckt euch das auch fest. Und jetzt sieht man schon, warum wir hier bei der kleinen Größe die Schlaufe, den Aufhänger zuerst angenäht haben, weil der nicht mehr dazwischen passen würde. Ne? Also das war jetzt ganz richtig so. Und jetzt werden hier auch die Träger einmal gut festgenäht. Bei den größeren Größen, wie gesagt, wäre es jetzt so, dass ihr jetzt, nachdem ihr die Träger angenäht habt, diese Schlaufe zwischen den Trägern annähen würdet. Aber genauso, wie ich es jetzt hier schon gezeigt habe, nur halt dann eben erst danach. Wenn das geschafft ist, dann sieht das ja jetzt ein bisschen blöd aus, weil wir haben hier die ganzen offenen Kanten und das wollen wir natürlich nicht so lassen. Deshalb müssen wir da noch was drüber setzen. Ich nehme dafür nochmal ein Gurtband, das ich hier in der Breite des Rückteils einmal abschneide und dann da drüber setzen kann. Ob ihr da jetzt auch Gurtband nehmt oder was anderes, das müsst ihr ein bisschen davon abhängig machen, auch wie gut eure Nähmaschine ist. Denn wir haben hier jetzt natürlich einige Lagen übereinander liegen. Und wenn die Maschine Probleme hat mit dicken Stoffen,
Also erstmal ganz wichtig, macht auf jeden Fall auch eine dicke Nadel rein, also eine 100er Nadel, würde ich da schon empfehlen. Aber es kann halt trotzdem dann zu Fehlstichen kommen. Und dann könnt ihr auch einfach statt dieses Gurtbandes ein normales Webband wählen oder einen Streifenstoff, den ihr an den Seiten einklappt oder ein aufgeklapptes Schrägband, das ihr da auch da drauf näht. Also Hauptsache, diese Kante ist verdeckt, aber es muss halt nicht so dick sein wie jetzt nochmal so eine Lage Gurtband, die ja einfach auch nochmal ein bisschen dicker ist. Also da müsst ihr selbst entscheiden, was ihr da nehmt und was auch zu eurem Modell passt, was zu eurer Maschine passt. Und das, habt ihr gerade gesehen, habe ich jetzt so drauf gesteckt, dass hier die Kante, die offenen Kanten unter diesem Band liegen. Und jetzt kann ich einfach das Band an beiden Seiten nochmal ordentlich aufnähen. Und schon habe ich hier das Ganze wunderbar verdeckt. So langsam aber sicher sieht das Ganze jetzt auch nach einem Rucksack aus. Aber am Rückteil fehlt noch eine Sache, nämlich die Gegenstücke unserer Träger. Das sind die hier, die wir vorbereitet haben, diese Dreiecke. Und die kommen jetzt noch hier an den Seiten dran. Dazu klappe ich mir die Träger hier nochmal weg. Und was hier auch übersteht, an der Seite, die Nahtzugaben, die könnt ihr einfach abschneiden, diese Zipfelchen. Und dann werden die Dreiecke hier einfach seitlich einmal aufgelegt. Und zwar so, dass die Gurtbänder nach oben zeigen. Und nach unten hin zur Kante sollte ungefähr noch so 2 cm Platz sein. Dann könnt ihr die einfach aufstecken und knappkantig annähen. Der letzte Schritt, wenn wir das hier angenäht haben, ist dann noch, dass wir die Träger verbinden, indem wir hier die Enden durch unsere Schnallen fädeln. Und zwar einmal hier von hinten und dann um diesen Steg drumherum. Und dann ganz wichtig, das Ende hier nochmal zweimal umklappen und absteppen, damit es da nicht wieder rausrutschen kann. Selber auf der anderen Seite und dann haben wir das Rückteil fertig vorbereitet.